So, meine lieben Freunde, sorry für den etwas schnellen Abbruch in der letzten Folge. Musste ganz schnell weggehen, deswegen hat das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt probieren wir das Ganze hier nochmal. Wir sind immer noch bei der Pro-Challenge. Und die würde ich jetzt ganz gerne schaffen. Ja, dafür möchte ich... Ich hätte mal richtig... Ach, das ist ja eh kein Foto, dann bringt mir eigentlich... Das ist eigentlich völlig wurscht, welchen Trick ich mache, ne? Okay, das... Au! Problematisch könnte noch werden, dass wir tatsächlich dafür ganze 500 Punkte am Ende brauchen. Was ja schon ziemlich viel ist. Keine Ahnung, was für einen Move wir da am besten raushauen. Damit das funktioniert. Überhaupt irgendwann ein. Also wir müssen auf jeden Fall einen Grab machen. Ich mag den Pool überhaupt nicht, weil ich da keine wirklich gerade Anlaufstelle habe einfach. Ah, immer diese automatischen Grinds finde ich auch irgendwie nicht so prickeln, muss ich sagen. Ja, mach doch mal hier einen Lip. So, jetzt hier hoch. Dann vielleicht hier nochmal. Oh, shit. Und schon wieder das ganze Speed rausgenommen. Voll verkackt, Alter. Ich habe nämlich nicht das Gefühl... Alter, du sollst da mal gescheit abspringen. Oh, ich habe einfach nicht genügend Speed. Ich sehe das schon. So, jetzt vielleicht. Reicht so. Bums, voll mit dem Korb gegen das Sprungbrett. So, komm schon. Ach, Crossbone wäre so übergeil, aber es ist nur eine Challenge. Ich muss jetzt hier keine schöne Figur machen. Das heißt, was ist da am sinnvollsten? Schade. So, hier war auch wieder Crossbone. Problematisch könnte es werden, dass ich sehr viel, also sehr wenig Punkte noch habe. Ey, ouch, nimm doch mal dein Board mit. Oh, das wird problematisch. Ich sag's euch, ich komme da nicht... Ich komme aufgrund des Pools hier überhaupt nicht klar. Ich krieg ja auch überhaupt null Höhe, Alter. Sache, mich irritiert dieses Pool-Gedöns hier total. Oh, das wäre sogar der Crossbone gewesen. Oh, Mann, das war doch richtig gut. Ich sag ja, mir wird's am Ende an den Punkten fehlen, weil 500 ist echt übertrieben. Was soll ich denn dann machen? Christ Air oder was? Schon wieder. Einer der sichereren Moves. Okay, das bringt mir nichts, so verliere ich mir zu viel Speed. Ich müsste eigentlich... Auch die Kamera geht mir hier richtig auf den Sack. Method 540, super geil. Und dann sind es wieder keine 500 Punkte. Ah, Mann, ey, der war richtig gut. Der war richtig gut, Mann. Komm schon. Na, jetzt krieg ich gerade überhaupt nichts mehr gebacken. Okay, jetzt habe ich definitiv genug Höhe. Und dann willst du Seiten wechseln und bist auf einmal nur noch übelst langsam. Was ist da los, Mann? Oh, das geht mir auf die Nerven, ey. Jetzt, komm schon. Jetzt! Mann, Stiffy 540! Hä? Er hat keinen Boxboard mitzunehmen. Oh mein Gott, ich bin gerade... Ich finde das richtig gut, was ich hier gerade mache. Komm, Kamera, so kann ich damit nichts anfangen irgendwie. Ja, jetzt vielleicht. Ja. Ganz tolle Wurst. Dann bleibst du mit deinem kleinen Finger hängen und brichst ihn dir auch sofort. Ah, Dude, Mann. Toll. Jetzt mache ich da keinen wirklichen Sprung drüber. Double Grab 540, Alter. Das war ein nicer Move. Autsch! Ich kann ja hier so geile Punkte machen, Alter. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Komm schon. Warum? Warum verliert ihr da immer das Board? Warum? Wenn ich hier geradeaus rauf will, dass ich dann, dass die Kamera dann sofort stimmt, wenn ich da wieder... Ah, ich verstehe es nicht.
Ich glaube, ich muss diesen Double Grab machen, der ist nämlich richtig nice. Verlierst du Bob mal nicht. Ja, Kamera etwas schneller, danke. Autsch, das hätte vielleicht sogar geklappt gerade, aber... dafür waren wir dann etwas... nicht schreck genug. Scheiße. Muss natürlich sehr viel schräger in die ganze Schose rein. Aber das ist nicht einfach, Leute. Das ist alles andere als einfach. Komm, jetzt! Fuck! Dann macht er völlig was anderes. Etwas, was ich ja immer überhaupt nicht wollte gerade. Ah, schön an Höhe gewinnen. Und dann... Yes! Alter, der war schön, Mann. Double Grab, richtig nice rüber. Wäre bestimmt auch ein tolles Foto gewesen. Und endlich mal wieder am Pro Skate. Oh, endlich mal wieder Skate spielen. Da freue ich mich jetzt drauf. Oh, das fand ich ja mal über nice. Und er verliert schon wieder sein Board. Also, ich fand das jetzt gerade hier richtig nice. Muss mal gleich gucken, wie viel kann ich hier so rausholen aus so einem Pool. Oh, göttlich der Koffing gerade, Alter. Oh, was für eine geile Kombo. Okay. Alter, schaut euch mal die Punkte an. Yo! Ja, also line-technisch kann ich hier so viel rausholen. Alter, schaut euch das mal an. Und das ist so sogar zeitlich gar nicht mal so schlecht. So viele Punkte hatte ich ja in meinen Lebzeiten noch nicht. Okay, sogar eine Coffin-Spin-Combo packt er irgendwie aus. Kann ich hier in diesem Pool nicht vielleicht doch irgendein Foto machen? Ein Video. Das wohl nicht. Das wohl nicht. 6 Grinds ist schwierig. Das haut auch nicht hin, das haut auch nicht hin. 3 Grabs, 8 Sekunden eher und dann noch irgendwo 5 Meter grinden. Das klingt eher machbar. Das probieren wir jetzt. Also 8 Sekunden eher ist ja wohl kein Problem. Ich sollte aber eigentlich mit dem Grind anfangen und dann hier rein, wa? Ja, ich glaube, das ist cleverer. Chuck Neal, auch schöner Move. Alter, die kommen... Also, wordtechnisch habe ich jetzt fast schon das Gefühl... Jo, Double Grab Backflip? Bin ich der King oder was? Alter, das war ja mal richtig böse nice. So, das beenden wir mal. Ich muss nämlich mit einer Rail anfangen. 5 Meter Railen ist aber hier wahrscheinlich kacke. Ja, hier werde ich ja wohl kaum auf dem Ding. Doch, warum eigentlich nicht? Das könnte eigentlich durchaus funktionieren. Das könnte eigentlich durchaus funktionieren. Lass mich da... Autsch! Ja, ja, da will ich eigentlich hin. Pass auf, dann... Ey, ich sag's euch, ich schaffe jetzt endlich mal wieder so einen Film. So, wir fangen den hier an. Alles klar, Kamera läuft. Und... Ach, gesamt vor allem nur... Oh Gott, jetzt muss ich nur noch Gas geben. Nur noch 2 Sekunden, noch ein bisschen R sammeln. Die Grabs auspacken. Oh, das sieht gut aus. Oh, geiler Stiffy, geiler Stiffy. Hab ich Bock, hab ich Bock. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm schon. Ich hab einen Film geschafft. Oh, das war wirklich heiß. Waren die 5 Meter. Und dann habe ich hier angefangen zu zaubern. Aber ich bin immer noch begeistert von meinem Double Hand Backflip. Der war ja mal über. Der war über nice. Oh, ich liebe den Crossbone. Der sieht hier so geil aus. Oh, endlich mal wieder was geschafft. Das ist doch sehr motivierend. Hat dich das gepusht oder was?
Ja, das hat mich wirklich gepusht, aber wenn ich bedenke, wow, wie wenig das jetzt nur Fortschritt ist hier beim Thrasher. Autsch, autsch, autsch. Das ist definitiv nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Woo! Double Grab. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich habe ja noch dieses eine scheiß Death Race. Schaffe ich das vielleicht jetzt? Ich meine, ich habe mal geguckt auf eure Tipps in den Kommentaren, aber wenn ich ehrlich bin, so viele Tipps waren da auch nicht. Einzige, was ich hier nur lese in Skate 3, sind die Death Races voll geil. Ja, toll. Ich spiele aber leider nicht Skate 3. Also muss ich mit der Kacke hier jetzt erstmal leben. Ich probiere es aber nochmal. Wenigstens weiß ich jetzt auch, wie dieses Checkpoint-System funktioniert. Zumindest was mit der Anzeige ist. Aber hier... Es geht schon wieder los, ey. Was lädst du denn da so lange, Mann? Musst mich nur einen Meter zurücksetzen, komm schon. Hau bloß ab, oi, da, wirklich? Wo fährt denn sie zuerst hin? Ups! Bordstein vergessen. Na, ich fahr's jetzt nochmal zu Ende. Oder zumindest so weit wie möglich. Also der Tipp mit dem nach vorne drücken ist nochmal ganz nett. Ich weiß nicht, inwieweit es was bringt, aber... Boah, es sieht gerade gar nicht mal so schlecht aus, oder? Alter, es sieht gar nicht mal so schlecht aus und ich führe. Und dann nehme ich den Checkpoint nicht mit. Alter, es könnte hinhauen. Komm schon. Alter, das klappt. Ich fass es nicht, ich schaffe es. Oder auch nicht. Oh, 3, 2, 1. Oh, holy shit, war es knapp. Oh, und erstmal gegen die Wand geklatscht. Quasi umgebracht, aber egal. Alter, ich hab's geschafft, Mann. Oh, der Sackgassenraser. Und das gibt so viel. Alter. Das ist ja immens. Das kannst du ja keinem erzählen. Ja, dass das gebrochen ist, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir sind mit voller Wucht gegen das Ding gerast. Oh mein Gott. I'm fucking proud of myself. Das ist ja mal ein richtig erfolgreicher Part. Ein richtig guter Part, Alter. Pro-Challenge geschafft. Filmchen geschafft. Death Race geschafft. Ich kann mich gerade mal alles andere als beschweren. So, jetzt haben wir aber hier tatsächlich nur noch Filme. Ich sehe auch gar nicht das Skate. Ach so, ich habe für Pro Skate nur noch ihn freigeschalten. Ich muss mal rausfinden, ob es mir trotzdem was bringt, wenn ich das nochmal mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen ihn antrete. Aber was hier ist, was machen wir eigentlich hier? Was genau willst du mir zeigen? Passiert da was Tolles? Wenn ich mit dir mitfahre? Das da drüben ist Mark Gonzalez. Der Typ ist eine Legende. Eine Legende? Dann sagen wir doch der Legende mal hi. Auf diesem schönen Platz. Yeah. Hey, was geht? What the fuck? Okay. Verrückter Dude. Yeah, nice gezeigt. Ein fetter, geiler Power Slide. Und dann macht er den Kopf. Jo! Dann macht er den Kopf in. Oh, das ist ein starker Trick, Alter. Das war ein nicer Move. Roll mit Guns durch die Suburbs und durch die Raz. Verlieren nicht aus den Augen, ja? Probieren wir es mal. Mal sehen, was das bringt, wa? Okay, fahr mir nach. Jo, klar, Dude, fahr mal vor. Bleib unter 18. Fahr, wohin der fährt. Ich hab irgendwie das Gefühl, der fährt durch richtig sicke Scheiße. Schön, dass du da bist. Was bist du denn für ein Lappen?
Machst einfach so einen Trick, just for fun, und fällt erstmal um. Ups, ich verliere den bestimmt aus den Augen. Ey, da kommt ja überhaupt nicht vorwärts, der Dude. Egal, dann chill ich halt hier ein bisschen. Der stürzt ja nur! Was kann denn der? Der kann... Oh, jetzt ist er auf einmal da hinten. Also allzu... Ups. Ja, so unhöflich. Ja. Allzu viel kann der Dude nicht und er lässt sich auch noch überfahren. Meine Fresse. Wo ist er denn jetzt? Hasst es, wenn die so wegspawnen von mir. Das war ein netter Sprung. Schau dir das mal an. Schon wieder gestürzt. Noch nie war einer so hässlich wie du. Da hatte ich mal ganz kurz Bock. Dann komm, den Manual kannst du dir jetzt aber auch schenken. Wo der Dude hinfährt, egal. Ich, wie gesagt, mach mal... Oh. Eine ruhige Kugel. Ein ruhiges Board. Der hat auf jeden Fall Bock. Der skatet hier so schön durch die Gegend. Mal gegen dich ein Skate fahren wäre ungefähr... Schon wieder gestürzt. Alter. Was für ein Lappen. Aber ich sag nochmal, sau erfolgreicher Part. Also wir waren einfach richtig, richtig gut. Die Pro Challenge, der Film. Dem Gons folgen. Und das Death Race. Also da habe ich doch mal wieder so einen richtig, richtig schönen Daumen nach oben verdient, oder? Für die Leistung für den Part heute, oder? Alter, wie ich da hochraile. Late Kickflip läuft bei mir. Oh, ich kann hier ein bisschen chillen. Der Dude kann hier nicht so viel. Au, das war knapp. Also die Challenge möchte ich auf jeden Fall jetzt nicht verhauen, weil nochmal möchte ich mir den Scheiß hier mit dem Gons nicht antun. Guck mal, ich mach die nach. Gott, wie lange geht denn das noch? So, come on. Wie lange geht denn das? Ich hoffe, da gibt es wenigstens eine gescheite Belohnung dafür. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Tu mal mit deinen automatischen Manuals. Wohin er fährt? Du hast doch überhaupt gar kein Ziel, oder? Also das ist definitiv eine der seltsamsten Challenges ever. Oh, längster Power Slide. Gerade sagen, das können wir doch. Vor allem Power Slides geben wir richtig viele Punkte, ne? Ah. Oh, und dann rast der mir auch noch rein. Schön. Ach komm, Gons. Bitte sag mir, wir fahren ja hier die komplette Runde, Alter. Gibt's ja gar nicht. Einmal quer durch die Stadt. Ich meine, ist ja ganz geil eigentlich. Wenn du bedenkst, du hast hier eine. Ich häng fest! Nein! Das war's. Du hast ihn verloren. Nicht wirklich, oder?